Heute bin ich auf dem Weg zu meinen beiden Freundinnen und ich dachte, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Also ich bin jetzt hier die letzte Station ausgestiegen. Ich wusste gar nicht, ob das überhaupt richtig ist, aber ich zeige euch mal, womit ich gefahren bin. Und zwar ist das so eine Straßenbahn. Ja, witzig. Ich werde hier gleich von meinen beiden Freundinnen abgeholt. Und ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Scheiße. Ich habe mich jetzt hier einfach mal in eine Ecke gestellt und filme hier einfach mal weiter. Es ist mega laut hier. Und ich werde hier gerade eingestellt, als ob ich hier voll der Touri wäre. Hallo, ich wohne hier auch. Ja, ich glaube, die kennen das nicht so, wenn Leute außerhalb mit der Kamera filmen. Naja, jetzt warte ich auf Chidem und Selfie. Wo seid ihr? Kommt schnell. Ja, und dann machen wir erstmal Girls Day. Wir wollen, also ich will auf jeden Fall bis zur Hochzeit noch eine kleine Größe weniger haben. Ich hoffe, das Brautkleid passt dann noch, aber wir wollen, dass es unterstützt wird und gehen jetzt deshalb gleich zu Lipo-Behandlung. Was das ist, weiß ich auch nicht. So, ich habe jetzt gerade eben eine Ozonbehandlung gekriegt. Sie sagte einfach nur, das unterstützt dich vielleicht beim Abnehmen. Jetzt war ich ja gerade vor der Hochzeit. Ja, ihr wisst, ich zeige euch das ganz kurz. Ich hoffe, sie kommt jetzt irgendwie so ein Ei. So. Und da legt man sich dann da rein und dann klappt man das irgendwie so zu und dann schwitzt man da drinne. Ja, auf jeden Fall lag ich da jetzt eine halbe Stunde drin. Das waren so um die 70 Grad da drinne. Da musste ich vorher irgendwie so ein Öl auftragen. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, aber mal schauen. Ich habe mich jetzt vorher nochmal abgemessen und wir sehen dann, also entspannt ist es hier gerade nicht. Wir sehen dann nachher natürlich, ob sich da was getan hat. Jetzt gehe ich nach oben und da wird nochmal irgendwas anderes angebracht. Das soll irgendwie die Fettzellen in Schwingung bringen, sodass du das mit Wasser abschalten kannst. Aber ob das was bringt, werden wir sehen. Meine fetten Beine zittern gerade. Kann man das erkennen? Das fühlt sich gerade so ein bisschen an wie Ameisen-Elektroschocks auf den Beinen. Nach 15 Anwendungen soll man eine Kleidergröße weniger sein. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag komme, dann habe ich in 15 Tagen eine Kleidergröße weniger. Ob das stimmt? An türkischen Feiertagen werden überall türkische Flaggen gehisst. Und ich durfte für euch den 23. April festhalten. Das ist der Kinderfesttag sozusagen. Atatürk hat den Tag den Kindern gewidmet. Und ich wollte euch einen kleinen Ausschnitt daraus zeigen. Wie ihr seht, bin ich jetzt schon am Autofahren. Also ich muss mich langsam daran gewöhnen. Es ist, also wenn man sich in Deutschland wirklich konzentrieren muss, muss man sich hier das 20-fache drauf konzentrieren. Ich bin auch eigentlich ständig hier nur im Spiegel gucken. Es geht hier so ein paar andere Regeln, wie zum Beispiel im Kreisverkehr. Der ist zum Beispiel anders, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier irgendwann mal Auto fahren kann. Aber nachdem ich gesehen habe, voll viele Frauen fahren Auto, tauschst du dich einfach mal. Und jetzt mittlerweile komme ich gut damit zurecht. Also ich bin erstmal immer nur nachts gefahren, wo es immer leer war. Und dann immer mal mehr und immer mal mehr. Und jetzt, wie ihr seht, ich fahre tagsüber. Ich habe euch ja vorhin erzählt, der Kreisverkehr hier ist ein bisschen anders. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich meine. Und zwar darfst du direkt in den Kreisverkehr reinfahren. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Du darfst reinfahren, da musst du nicht rechts und links gucken, musst aber jetzt, der von rechts kommt, darf nämlich jetzt auch reinfahren. Das heißt, ich muss jetzt anhalten, fahr. Müsste ich eigentlich wieder warten, bis der andere durchfährt. So, und jetzt darf ich erst raus. Ich hab's geschafft, ja, ich hab's geschafft. Kennt ihr diese Krabbenchips? Und ich dachte mir, oder ich war so gut und habe mir mal eine Packung, die Pommes wollen wir gar nicht angucken, eine Packung mitgenommen.
Weil sowas Ungesundes wie Pommes esse ich nicht. Aber sowas Ungesundes wie Kramchips. Ja, ich hatte da irgendwie Hunger drauf. Die Kette, ich glaube, ich habe die beim Markt gekauft. Nee, ich habe die beim... Ich weiß nicht mehr, habe ich die beim China-Laden gekauft? Die tut es so rein. Dann kurz in Fett. Dann passiert das. Und dann nimmt es wieder raus und lass es kurz abtropfen. Wie beim Chinesen. Wir sind hier gerade bei Köfte Yusuf. Das ist so ein Laden, wo es eigentlich nur Frikadellen und Fleisch gibt. Und wir sind gerade auf dem Weg zu Ikea und ich dachte, wir machen hier nochmal einen kurzen Halt. Lieber das Gesunde hier. Ich habe nicht mal meine erste Ration auf, aber Fleisch ist hier sehr, sehr teuer. So umgerechnet kostet 1 Kilo 15 Euro. Deswegen müssen wir das Ganze auch essen. Schmeckt sehr, sehr gut. Das Sucuk schmeckt hier auch ein bisschen anders. Also den typisch deutschen Sucuk, den wir beim Türken kriegen, gibt es hier glaube ich nicht so. Schmeckt ein bisschen anders, aber lecker. Das Beste kommt zum Schluss. Das ist so eine Art Brot mit Sirup und feste Sahne oben drauf und oh mein Gott. So, ich bin leider kein Experte von Follow Me Arounds, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht und ich konnte euch vielleicht ein paar Eindrücke von der Türkei mitteilen. So, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.